Herzlich willkommen zum Losung und Lehrtext heute wieder. Und heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, weil ich denke, dass jeder von uns in seinem Leben in irgendeinem Maße Hilfe gebraucht hat. Zum Beispiel schon als kleines Baby, wenn man zur Welt kommt. Ohne Hilfe überlebt man einfach nicht. Man braucht immer wieder Hilfe. Auch wenn man dann nicht mehr ein Baby ist, als Kleinkind braucht man dann wieder Hilfe, um Dinge zu lernen, zu erfassen. Und das geht ein ganzes Leben lang so. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo die wirklich krass und extrem sind und man sehnt sich nach Hilfe. Und sehr oft macht man dann die Erfahrung, keine Hilfe. Weit und breit. Was macht man da? Nun, natürlich kann man dann weitersuchen und an verschiedenen Türen klopfen und da manchmal auch dann sogar enttäuscht werden, weil das, was man sich erhofft hat an Hilfe, einfach nicht vorhanden ist oder nicht gewährt wird. Aber ich kenne eine Tür, wenn man an diese Tür klopft, Da wird sehr wohl Hilfe angeboten. Zunächst einmal einen Psalm, wo der Psalmist auch eine Entdeckung gemacht hat, ist zwar nicht der heutige Losungstext, aber in diesem Psalm 121, glaube ich, geht so: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also da hat er schon einmal erlebt, der Psalmist, wo er anklopfen muss. Und tatsächlich bekam er diese Hilfe. Und das hat er in diesem Psalm da so wunderschön festgehalten. Aber im Losungstext heute, und das ist der eigentliche Text, ist, da heißt es auch, Gottes Hilfe, das heißt Gott gewährt und gibt Hilfe, ist nahe denen, die ihn fürchten, das Gute und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Das klingt schon so ein bisschen poetisch, aber da wird einfach zunächst einmal auch gesagt, wenn der Mensch sich einlässt in dieser möglichen, lebendigen, persönlichen Beziehung mit seinem Schöpfer, mit Gott, der übrigens auch den ersten Schritt gemacht hat, damit es überhaupt möglich wird, wenn er sich auf das einlässt und sich Gott anvertraut und sich unterordnet, dann wird er ganz sicher Gottes Hilfe immer wieder erleben. Und ich kann das auch nur bestätigen und bezeugen, dass wir immer wieder auch in den Jahren unseres Christseins, Alide und ich und auch unsere Kinder, immer wieder erlebt haben, wie Gott uns durchträgt und hilft, auch in manchen schwierigen Situationen. Die Voraussetzung ist, dass wir uns ihm anvertrauen und ihm unterordnen und ihn fürchten. Da wir nun gerecht geworden sind, schreibt Paulus, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Im Römerbrief schreibt er diese sagenhaft wertvollen Worte. Wir sind gerecht geworden. Und das löst dem aus, dass wir Frieden mit Gott haben. Dass wir in einer eben ganz außergewöhnlichen persönlichen Lebensbeziehung leben dürfen. Und zwar nicht nur hier auf dieser Erde, solange unser irdischer Leib das durchhält, sondern auch dann dieses Leben und dieser Friede wird dann auch in aller Ewigkeit, wird sich in und durch unser Leben manifestieren. Und das alles zum Lob und zum Preise Gottes. Das ist der eigentliche Grund, warum wir diesen Frieden haben, damit wir unseren Herrn immer besser und mehr erkennen und ihn dadurch immer mehr lobpreisen und anbeten. Dazu sind wir geschaffen übrigens.
Ja, ich wünsche dir auch heute, dass du diesen Frieden erlebst, aber auch in und durch dein Leben, dein Zeugnis auch weitergibst. Vielleicht entdeckst du irgendwelche friedlosen Herzen, denen du helfen kannst, zu dem wahren Fürst des Friedens zu finden. Und dieser Fürst ist Jesus. Also, Servus.